Willkommen zusammen zum Video heute. Ja, heute zeige ich euch, wie man auf YouTube, wie man ein Video hochladen kann. Ab heute ist natürlich das Thema mal sein, nicht auf dem Handy nichts hochzuladen, auf dem Handy, wenn man das Video hochlädt. Wir machen heute mal Alternative auf dem Handy, wo ein Video aufgenommen hat, hier auf YouTube hier hochladen könnt. Erstmal braucht ihr natürlich ein Handy, das erstmal euch ein Datenkabel zu euch legt. Das ist sehr wichtig. Ein Datenkabel, das heißt dieses Datenkabel. Da braucht ihr natürlich hier ein Datenkabel und zwar, machen wir ein bisschen Licht an. Wir brauchen ein Handy. Vorausbedingungen, und zwar Voraussetzung. Ihr braucht ein Handy, was erstens hier eine Aufnahme gespeichert worden ist. Dann braucht ihr ein Kabel. Auch für Aufladen geeignet. Und das ist auch für Datenkabel auch geeignet. So, wir fangen mal einfach los. Erstens steckt er einfach mal an. Und zwar, wir steckt in diese Dings da ein. Zack. Und dann steckt ihr euren Gerät in die Düchse. Jetzt machen wir die mal raus. So, dann stecken wir den einfach mal in die Datenkabel rein. Das Handy wird den Computer verbunden. Habt ihr gehört? So, muss immer kommen. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das funktioniert. Und zwar hier sehen wir das Ganze unseren Datenträger, das ist der Datenkläger. Und zwar klicken Exportieren aus. Das ist auch so eine Falle. Warum? Ihr müsst auch Zulassen drücken. Sehr wichtig, Leute fragen sich, what the fuck, was ist das los? Ihr müsst auch zulassen, weil steht Geräte zulassen. Klickt hier auf Zulassen. Das machen wir auch jetzt gleich mal. Und zwar, Moment, nochmal. Nochmal fragen und dann drückt auf Zulassen. Dann ist es zugelassen. So, und wir sind jetzt hier auf dem PC. Und zwar, wir können jetzt unsere Platte durchgreifen. Wir können aber mal durchsuchen klicken. Und zwar, ich muss kurz deswegen aus Datenschutz nichts zeigen, weil ich zeige das meine ganzen Bilder und ihr wollt nicht sehen, dass ich viele Bilder hier drin habe. Und ja, warten ein bisschen, wie der meine Platte scannt, weil jedes Handy besitzt auch richtig Ladevorzeiten. Das sind hier wie viele Bilder? 93 Bilder, das heißt pro Tag, okay. Eisprüfung, okay. Ja, okay, da habe ich ja durchgesucht. Wir klicken einfach mal drauf. Und zwar, wir klicken auf das Smartphone drauf. Dann, Leute, die nicht wissen, wo sind die ganzen Bilder, die euch drauf gespeichert habt oder drauf gekopiert habt. Ich weiß das schon. Und zwar, ich habe das hier drauf gezogen. Und zwar, wir gehen hier unter, wenn da was drauf gezogen ist, ne? Wenn ihr was haben wollt, ne, das ist auch so ein Fall, das zeige ich irgendwann, aber das zeige ich erstmal nicht. Ich guck bitte weg. Was? Nein. Moment, guck bitte weg. Moment. Kamera, mein Gott, das Ding, wo ist das denn? Bei den Videos muss eigentlich hier gespeichert sein. Das heißt, irgendwas, was ihr gespeichert habt oder einen hier gesaved habt. Das ist unterschiedlich, was für ein Gerät ihr habt und ich habe das aber hier gespeichert. Und zwar, ich mache mal einen Cut, ich komme. Leute, ich bin wieder da, ich habe es wieder gesucht, ich habe es gefunden und zwar, wir kopieren uns das Video erstmal hier rein, das ist etwas wichtig. Scheiße, er verweigert uns ja, scheiße. Ist erstmal egal, wir klicken jetzt, kopieren wir uns erstmal die Datei. Wir kopieren den einfach mal und wir meinen Desktop wieder aktivieren zu können. Und zwar, wir kopieren das einfach jetzt rein.
Das war jetzt auch so ein Problem. Hier kopiere ich das rein. Danke. Jetzt wird es reingekopiert. Ja, ich habe die Größe ein bisschen geändert. Bitte nicht wundern, den Bildschirm. Die Skalierung geändert, weil ich brauche das fürs Video. So. Und das zum Hochladen geht einfach euren Creator Studio. Und zwar klickt auf Hochladen. Das muss auch hochgeladen werden. Und dann klickt ihr einfach mal dran, was ihr findet. Oder, Moment mal. Einen Moment. Ihr könnt es auch so finden. Und zwar, wir ziehen das unser Bild oder Video rein. Das war ein Video. Und wir ziehen das Video einfach mal hier rein. Zack, ist drinne gezogen. Und jetzt habe ich jetzt hier auch das Ganze, das Video. Da gibt er schön Titel ein. Der Titel benutzt er natürlich. Ja, das ist auch ganz einfach. Oder machen wir mal. Was machen wir denn da? Abendvideo. Dieses Video, da egal, dann machen wir mal ein Abendvideo. Einen schönen Hummel in der Stadt. Ach, Stadt, na. Also, Abendvideo, oh Gott, Stadtvideo oder Stadtvideo war ich in der Stadt, ne? Also, ah, ich war schon innen, okay. Hab ein bisschen rumgefilmt. So, Kategorie, das ist sehr wichtig, weil wenn zum Beispiel Mitfahrten und solche Sachen sind, werde ich das Ganze woanders mitteilen. Ah, egal, ich lasse es einfach mal sein. Wir klicken hier auf An. Wichtig. Das habe ich auch auf der Zeit auch festgestellt. Und ja, dann sucht man mal den Stand aus. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich hocke hier. Und dann klicke ich ja mit Namenbedingung, brauche ich ja gar nicht. Ja, für Abonnenten, die werden zufällig sofort nachgucken können. Und wir klicken hier an das Video zum. Ach Gottes Willen, das war mit drin. So, denn Wissenschaft, Unterhaltung, ist alles kacke. Nichts für mich hier. Zum Unterhaltung. Machen wir zum Unterhaltung. Kommentar mache ich hier auch mal aus. Sehr wichtig, keine Scheiße zu posten hier. Klicken wir auf Weiter. Dann müssen wir nochmal weiterklicken. Infokarten oder so. Könnt ihr auch in Endkarten zufügen. Und natürlich hier ein Video zu euch zufügen. Da müsst ihr drüber ziehen und dann klick. Gleich geht's los mit den Übertragungen. Privat stellen, natürlich privat. Und speichern. Bim. Ist natürlich ganz einfacher Mode, ganz einfach. Und zwar ist natürlich ganz einfach, ist auch ganz einfach zu bedienen und ganz einfach zum Hochladen. Muss man natürlich Bescheid wissen. Ist es natürlich ganz einfach und zwar ist es auch ganz simpel, einfach ganz einfach, wie man das Ganze machen tut und das Ganze hochzuladen mit ein Handy. Kann man natürlich seine Geschwindigkeit, auch wenn man ein scheiß Netz hat, kann man sich auf jeden Fall ein Handy vollkommen auf sein Router ziehen, kopieren und dieses Video könnt ihr einfach hochladen auf YouTube. So, das heißt, so macht ihr erstmal euer Gerät auswerfen. Dafür müssen wir hier mal kurz gucken. Moment mal, wir gehen hier und dann hier und dann klickst du auf auswerfen kann ich ja nicht. Also, das heißt, du schmeißt dich hier selber raus. So, die Stecker ist raus. Dann habe ich doch zur Zeit auch feststellen können, dass Leute rausgezogen haben, Datenverlust. Nimmt aber nicht. Ich will heute nichts riskieren. So, dann kannst du immer Videos hochladen, wenn einfach. Ja, dann habe ich euch gezeigt, ja, wie man Video hochlädt auf den Video, wenn man es auf dem Computer drauf hochladen kann. Also auf Handy, was ihr aufgenommen habt, und dann auf dem Computer hochladen könnt, das Video. Würde ich sagen, verabschiede mich, man sieht sich und tschüss, Wiedersehen.